Hallo und willkommen zu meinem bereits 25. Let's Play Victoria 2. Mittlerweile beim Hochladen dieses Videos wird das 26. November bereits sein. Wir haben also weniger als einen Monat bis Weihnachten. Herrschaften, ich hoffe, ihr habt darauf geachtet, Weihnachtsgeschenke zu haben für all eure Lieben. Und wenn nicht, dann solltet ihr euch langsam Gedanken darüber machen oder in Panik verfallen. Oder ihr lasst es einfach bleiben. Na gut, die Leute, die mir zuhören, werden sowieso eher bleiben lassen, weil das sind lauter kleine Kinder, die wahrscheinlich nicht allzu viele Geschenke herschenken. Na gut, zurück zu unserem Let's Play. Es ist schon relativ spät. Vielleicht wird das gar nicht mehr so gut, dass ich das jetzt noch anfange. Sollte ich anfangen, maßlos zu gähnen, ignoriert das einfach. Gut, wie schon gesagt, wir haben letztes Mal einen Krieg wiederum mit Preußen geführt. Wir haben ihn zwar rein formell gewonnen, war aber mehr ein besseres Unentschieden. Derzeit versuchen wir, unsere Truppen wieder aufzubauen. Haha, das ist eine never-ending Story. Ich weiß nicht, ob das jemals besser wird. Die Kriege, die wir führen, sind meistens sehr truppenbrauchend. So, wir haben ein paar Arbeitslose, um die sollten wir uns kümmern. Wo haben wir diese Arbeitslosen? Können wir danach Arbeitslosen suchen? Ah ja, kann man. In Alfeld haben wir die Arbeitslosen. Okay, da brauchen wir eh schon einen Haufen Fabriken dazu. Ja. Die gehen aber gut. Oh, das auch noch. Gut. Wie schon gesagt. Ah, Brasilien. Nicht gut. Brasilien extra. Nö. Brasilien. Gut, ihr seht es auch diplomatisch, ist es so, ich kümmere mich darum, meine Einflusssphäre zu behaupten. Und andere herauszuholen. Horn. Bessemer-Stahl, schau an, was wir jetzt gerade entdeckt haben. Wir haben das Verfahren entdeckt, das vor dem Linz-Donawitz-Verfahren mehr oder weniger durchgängig verwendet wurde. Wird auch heute teilweise noch verwendet, aber weit seltener noch. Und nachdem wir das entwickelt haben, diesen Bessemer-Stahl, bedeutet das so viel wie, wir können mehr Stahl produzieren und besser Stahl produzieren, was ja auch stimmt. Für all jene, die es nicht wissen, Stahl brauchen wir. Für alles eigentlich. Gut. Noch ein General. Admiral, sagen wir mal. Ja, nebenbei versuchen wir natürlich weiterhin unsere Kolonialmacht etwas anzuheben. Besonders schnell geht das nicht, leider. Ich hoffe, wir sind relativ bald mit unseren Dings fertig. Achso, wir können nur noch eines auf einmal machen. Na, servus. Das ist traurig. Wir werden so von den anderen überflügelt werden. So, wie lange dauert das, haben wir gesagt? Bis 23.02. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall bauen wir schon mehr Marinestützpunkte. Wenn wir Marinestützpunkte haben, können wir mehr Marine bauen. Ja, ihr wisst, wie das funktioniert. Je mehr Marine, desto mehr Punkte hier. Je mehr Punkte, desto mehr können wir kolonialisieren. Derzeit können wir eine Kolonialisierung pro eine auf einmal machen, sagen wir es mal so. Wir haben mehr Eisenproduktion, fortschrittliche Erdschmelzverfahren. Tja, schaut an. Hier steht das auch, was sie gemacht haben. Durch den Einsatz dieser Technik wurde die Qualität und die Widerstandsfähigkeit des fertigen Metalls erhöht. Aufgrund der großen Produktionsmengen reduzierten sich
reduzierte sich auch der Preis. Das hat folgende Effekte: Eisenproduktionsleistung plus 25%. Eisen ist nicht der Stahl, den wir produzieren, sondern Eisen ist der Rohstoff, den wir aus dem Boden holen. Ja. Nein, davon nehmen wir die Verantwortung auch. Ja, ich gehe bitte. So. Skandinavien geht mich in Spanien an. Nichts Besseres zu tun. So, Kolumbien. Ach, irgendwann intervenieren. Wieder ein Botschafter ausweisen, irgendwann mal. Wir weisen den Botschafter aus Großbritannien aus. Das passt schon. Schon wieder Nationalisten. So, schauen wir mal. Wow, 60.000 Mann. Die Lombarden haben die echt nichts Besseres zu tun, als uns anzugreifen. Na, das ist besser noch nicht. So, setzen wir das mal so. 90.000 Truppen sollten da eigentlich reichen für diesen Kampf gegen die Terroristen aus der Lombardei. Ja, und wenn ich Terroristen sage, dann meine ich Terroristen. Das können keine wahren Staatsbürger sein, wenn sie sowas machen. Revolte gegen uns, echt jetzt. Ja, okay, aber wir haben sie schon ziemlich runtergedrückt. Wir sind halt doch ausgebildete Soldaten, während die nur irgendwelche Typen sind, die noch dazu ein Minus auf den Angriff kriegen. So, auch besiegt, sehr gut. Aber könnten welche fliehen nach Bergamo. Hinterher. So. Hätten wir das auch erledigt. Und ich glaube, die Spannungen nehmen auch ab, nachdem wir sowas besiegt haben. Naja, denkste. Aber Albanien ist weiter. Vielleicht wird Albanien ja zu einem internationalen Konflikt. Das könnten wir vielleicht sogar versuchen, in unsere Einflusssphäre dann zu kriegen. Na gut, wir haben da ein Problem. Schauen wir mal, ob wir die irgendwie die lombardischen Rebellen. Wo haben wir die? MLM? Okay, keine Ahnung. Jugoslawisch, Transuralisch, Rumänisch, Ungarisch. Meine Güte, haben wir viele Befreiungsbewegungen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Kroatisch, venezianisch, aber keine lombardischen. Das ist interessant. Wie kommt das? Wo sind die? Wieso haben die dann so ein. Ah, vielleicht das war. Das ist nur noch. Ja, keine Befreiungsbewegung mehr.
Das war nur bis vor kurzem. Aber an und für sich ja, geht die Spannung und Unruhe zurück, weil wir haben die Be Rebellen besiegt. Gut, wir haben bereits eine Militanz von 4,6 und trotzdem können wir nichts und trotzdem können wir keine Reformen machen. Das ist ärgerlich. Seestraßenjäger. Ich möchte bitte endlich Nitroglycerin entdecken. Könnten wir das nicht endlich machen? Dann könnte ich nämlich endlich diesen blöden Panama-Kanal bauen und den Suez-Kanal. Ist jetzt totale Wurscht. Also ich meine nicht euch am Hörer, sondern meine Forscher in dem Sinn. Gut, ich würde fast sagen, wir gehen da jetzt wieder etwas zurück auf fast 50%. Auf etwa 50% meine ich. Und unser ganzes Geld werden wir, glaube ich, in Verteidigungsanlagen anlegen. Entlang der Grenze. Entlang der osmanischen Grenze haben wir eh noch einiges auszubauen. Sehr gut, 0,61% Liberale dazu. Das könnte doch langsam dazu führen, dass wir endlich da, naja, oder auch nicht, die Konservativen verlieren in gleichem Maße. Und noch mehr Technologien, die uns dazu bringen, dass wir besser Eisen abbauen. Fortschrittliche Erzzermahlungsverfahren. Wir können das Erz jetzt auseinandernehmen. Gut, wo waren wir? Ja, Force. Wie schon gesagt, ich bin ein bisschen müde heute. So, und unser Adria-Hafen Kota wird auch ausgebaut. Ach ja, apropos Häfen ausbauen, stimmt, da fällt mir ein. Da haben wir, glaube ich, schon alle. Auf Hafengröße 3. Um loyal zu bleiben. Ja. Da könnten wir schon bauen, wenn wir das Geld dazu hätten. Und ein Erzrüstungsverfahren, auch wieder 40% Eisenproduktionsleistung erhöht. Rösten, das Erzrösten, kennen wir auch schon alle. Was das bedeutet, also zumindest meine Schüler wissen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass man aus den unterschiedlichen Erzen Eisenoxide baut. So, da brauchen wir mal einen Marinestützpunkt her. Gut. Wir haben das Ganze etwas größer noch. Was machen wir als nächstes? Schauen wir mal. Das da vielleicht. Uff, wenn das so weitergeht, kann man bald gar keine Kolonien mehr bauen. Ja, gut, andererseits ist egal. Wir haben Zentralafrika, wir haben Ostafrika, Zentral- und Ostafrika und im Norden sind wir auch nicht so schlecht aufgestellt eigentlich. Passt schon. Die Skandinavier sind recht gut hier, dieses Mal.
in Frankreich ist sowieso immer gut, was das betrifft. Und die Briten sind ein bisschen schwächelnd in diesem Spiel. Und auch Belgier haben kolonialisiert. Nicht schlecht. Boah, müde bin ich, Känguru. Schließe meine Klubschka zu. Gut, naja, schauen wir mal. Was haben wir da? Ich glaube, wir werden die Franzosen nachher auch rauswerfen gleich. Wir werden die Meinung senken von Frankreich. Ja, die mögen uns natürlich alle nicht, wenn wir sehr ständig raushauen. Aber um ehrlich zu sein, da können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Wir verbessern unsere Beziehungen zu Japan und zu Skandinavien. Und damit sind wir wieder glücklich. Ja, wir sollten noch bald Revolution und Konterrevolution haben, wenn wir das erforscht haben, was ich hoffe. Aber noch einen nationalen Fokus, das ist gut. Wir mögen nationale Foki. Mal abgesehen davon, dass ich hier in Böhmen derzeit Angestellte fördere und das würde ich ganz gerne noch häufiger tun. Ja, Alfeld ist ein Wahnsinn. Da wächst die Bevölkerung der Arbeiter extrem schnell. Schneller noch als die Fabriken selbst. Istrien, Südtirol, Venedig. Ostgalizien gehört auch ausgebaut. Und noch mehr nationalistische Rebellen. Wir sind jetzt schon bei 4,9. Langsam aber sicher sollte es möglich sein. Ah, okay, das ist nur wenig. Das ist interessant. Gut, meine erzreaktionären Regierungspartner. Ich weiß nicht, ob ich die lange noch behalte, aber die Liberalen sind so unangenehm wegen der niedrigen Steuern, die sie wollen. Das sehen wir ja auch jetzt. Nein, das stimmt gar nicht. Die Konservativen wollen die Steuern senken, die Liberalen wollen sie eher hochhalten, zumindest in den Vereinigten Staaten. Bei uns ist das ein bisschen anders. Gut. Eins, zwei, drei. Gewonnen. Sehr gut. Oh, schauen. Die Türken schätzen auch was an die Grenze. Das ist gut. Da sehe ich wenigstens gleich drüber und sehe irgendwelche Leute. So, was fehlt uns da? Da fehlen uns ein Haufen Sachen. Infanterie fehlt uns, eine Kavallerie fehlt uns. Zweimal Infanterie und einmal Kavallerie. An und für sich sollte das recht einfach sein. Na, doch nicht so einfach, so viel gibt es nämlich nicht. Rumänen, Ungarn und Rumänen. Na gut. Na, das ist eh schon eine Sammelzelle. Achso, das Floh wollte ich ja gar nicht erweitern. Ich wollte Armee bauen gehen. Ach je. Noch mal Artillerie hier. Dann machen wir eine Infanterie. Und noch eine Infanterie. Und davon machen wir eine Kavallerie. Artillerie.
Meine Güte, ich bin echt müde. Ich verwechsel bereits Kavallerie und Artillerie. Gut. Ich frage mich gerade, worauf wir überhaupt warten. Ah, wir sind fast bei 50% Alphabetisierung. Zu dem werde ich nachher auch gleich noch was sagen. Aber jetzt haben wir eine neue Forschung. Plus 25% Diplomatiepunkte, das ist gut. Dann können wir leichter die anderen rauslassen. Und wir kriegen einen maximalen Fokus. Einen nationalen Fokus, so nicht maximalen. Gut, was erforschen wir als nächstes? Wir könnten Marine, Handel, Geschäftsvorschriften wäre schon okay, das könnte man schon machen. Sozialwissenschaften bei der Bildung. Oder einfach alles, was hier ist. Fangen wir mal mit das wäre auch nicht schlecht, das wäre auch nicht schlecht, das wäre auch okay. Farbstofffabrik und Treibstofffabrik können wir dann bauen. Machen wir zuerst die Dampfturbine. Achso, wir sollten es auch bestätigen. Beginnen wir die Forschung. Okay. Gut. Der nationale Fokus, den müssen wir auch noch setzen. Österreich ist das nächstgrößere. Da haben wir erst 2,6% Facharbeiter. Das heißt, wir werden als erstes mal Facharbeiter machen. Dann schauen wir mal, wie viele Facharbeiter haben wir denn da? 8,4%. Also, Facharbeiter 3,5%, okay, die sind alle noch relativ weit hinten nach. Wobei, ich glaube, Böhmen ist auch nicht viel mehr als 10%. Ja, genau, 10%. Kann man natürlich argumentieren. Uah, ich bin echt müde. Ich rede nur noch Blödsinn, aber mir hört eh keiner zu, oder? Hört ihr mir zu? Ich glaube, ich mache es auch kürzer, deswegen heute. Krieg will ich sowieso keinen mehr anfangen. Nitroglycerin habe ich auch noch nicht gekriegt. Das ist echt frustrierend. Ich möchte endlich diese blöden Kanäle bauen können. Nur noch. Ah, aber das könnte jetzt auf 5 gehen und das könnte dann sein, dass wir uns was Neues. Schauen wir mal. Wie schaut denn das aus? Haben wir schon 48,7% Zustimmung. Gut. Wenn wir 5 sind, sollten wir eine neue Forschung machen können. Ja, tatsächlich. Ich durch mich durch, Äthiopien. Das wird nicht einmal abgelehnt. Oh, wir könnten auch eine Sozialleistung machen, einfaches Schulsystem oder Gesundheitssystem sind beide okay. Da würde unsere Bevölkerung einen weiteren Wachstumsschub kriegen und da würden wir einen Alphabetisierungsschub kriegen. Machen wir das Schulsystem als erstes. Wir machen eine Enlightened Dictatorship, könnte man beinahe sagen. Sehr gut. Wir sind wieder runter auf 3,6%. Das ist schon hoch genug. Irgendwas gegen diese elende hohe Autonomierate tun. Ja, das ist schon wieder grauslich zu mir. Achso, nein, die bauen nur das ab, was sie vorher schon hatten. So ein Rebellenaufstand hat dort natürlich was Gutes.
Man kann Leute loswerden, die man nicht mehr mag. Gut. Okay, das ist eine Forschung, mit der ich nichts anfangen kann. Ich mache mir Flotte schneller. Wisst ihr was? Ich bin echt müde. Ich gehe jetzt ins Bett. Beim nächsten Mal sind unsere Armeen wieder auf 6 Armeen oben. Dann werden wir schauen, ob wir die nicht erhaltenden ändern können. Wir haben da ein paar, die sich nicht erhalten können. Die sollten wir auf jeden Fall austauschen. Noch. Okay. Meine Herrschaften, ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Schlaft's gut und träumt was Schönes. Bis später.